Grüße da draußen und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Metal-Zweck. Ja, mit der Prognose dieser 4. Spieltag der Champions League Gruppenphase und der Begegnung Borussia Dortmund gegen Inter Mailand. Ja, die Rückrundenspiele gehen los. Das Hinspiel hat der BVB 2:0 verloren gegen Mailand. Ich bin gespannt. Er scheint ja wieder in die Spur zurückgefunden zu haben. Im DFB-Pokal ging es hier im Westfalenstadion 2:1 gegen Gladbach für den BVB aus. Auch in der Liga, da gab es den 3:0-Sieg gegen Wolfsburg im Westfalenstadion. Aber auch die Mailänder waren nicht schlecht drauf, haben auswärts gegen den FC Bologna mit 2:1 gewonnen. Lukaku hat sich warm geschossen, aber jetzt gibt es erstmal die Champions League-Runde. Der BVB will natürlich die Schmach von der Auswärtsniederlage gegen Mailand wieder gut machen. Ich bin gespannt, wenn der BVB wirklich das Kämpferherz zeigt, was normalerweise einen Borussen ausmacht, dann ist hier auch ein Sieg möglich gegen Mailand. Aber italienische Teams sind beim BVB immer so ein bisschen ein schwieriges Thema. Ja, hier die mögliche Ausstellung. Marco Reus fehlt da drauf. Er hat zwar die Freigabe, aber anscheinend wird er doch geschont dafür. Julian Brandt jetzt auf seiner Position und Hakimi dafür wieder als linker Mittelfeldspieler. Und ihr seht es auch, Sagadou für Akanji. Ja, hier die mögliche Aufstellung bei Inter Mailand. Und Lukaku, der hat sich ja, wie schon eben erwähnt, im Auswärtsspiel gegen den FC Bologna mit 2:1 warm geschossen, Doppelpack gemacht. Ich bin gespannt, auf den muss der BVB ganz doll aufpassen, aber Martinez ist nicht zu verachten. Ja, und Thorgan Hazard, der hat ja auch sein erstes Pflichtspiel Pflichtspiel-Tor erzielt für den BVB. Und der hat auch gerade den Anstoß gemacht und ich bin gespannt, wie der BVB jetzt hier auftreten wird. Jetzt Julian Brandt rückt auf Hummels. Der auf Thomas Delaney und jetzt wieder Julian Brandt. Lässt den ersten da aussteigen. Oh, das macht er hier wirklich gut. Rüber auf Lukas Piszczek. Das steckt da gefährlich durch auf Hakimi. Und der verliert jetzt aber den Ball. Julian Brandt setzt da nicht nach. Und die Mailänder jetzt mit der Kontermöglichkeit. Martinez, gerade noch erwähnt, gegen Hummels jetzt. Muss hier abdrehen und wird damit drehen. Hummels hat gut mit aufgepasst. Rafael Guerreiro, aber die Situation ist noch nicht geklärt. Und jetzt hier der Fehler von Rafael Guerreiro. Hummels fälscht da unglücklich ab. Und der Ball geht knapp ans Außennetz. Das wird mal direkt gefährlich. Da haben die Mailänder wieder gezeigt, warum sie halt eine starke Mannschaft sind. Da ärgert sich hier, dass der nicht ins Tor ging. Aber Glück wirklich hier für den BVB. Julian Brandt, der hat viel gut aufgepasst. Jane Sancho, Thomas Delaney, Axel Witzel. Das sind die Stationen. Dann mal rüber auf Hakimi. Der hat es auf Hazard, aber der muss zurück auf Axel Witzel. Die Mailänder machen das hier wirklich sehr eng. Mittelfeld, jetzt Thorgan Hazard mit dem Passversuch auf Brandt, aber der misslingt. Dadurch kommen die Mailänder hier wieder in den Ballbesitz. Martinez kann sich damit nicht gegen Axel Witzel durchsetzen. Jetzt Sagadou und der Fehler von Sagadou. Aber Lukas Piszczek springt dazwischen und bleibt im Ballbesitz. Jetzt der lange Ball auf Hakimi und der ist schnell. Und die Mailänder jetzt hier 3 gegen 3. Das ist richtig eng. Was macht Hakimi? Lupfer kommt da rein, aber wieder zu schwach. Wieder eine gute Chance vergeben. Und Axel Witzel wäre da beinahe an den Ball gekommen, aber leider nicht. Jetzt wieder die Mailänder. Das geht hier hin und her. Und da hat Rafael Guerreiro sehr gut aufgepasst. Jane Sancho auf Julian Brandt. Aber der ist da auch alleine wieder zurück auf Jane Sancho. Rafael Guerreiro, die spielen da die Doppelpassstaffette. Jetzt kann sich Rafael Guerreiro hier durchsetzen. Flanke kommt rein, aber wieder zu ungenau. Und der Ball wird von Di Giulio erstmal geklärt. Und es gibt die Ecke für den BVB. Ja, hier nochmal das mögliche 1:0
für die Mailänder. Glück für den BVB in der Situation. Und kurze Variante, Tonga Sau auf Park, die Rafael Guerrero, mein Fehler. Und der Ball geht ins Aus und es gibt eine neunte Ecke. Jetzt bin ich neu gespannt, wieder lang oder die kurze Variante. Das wird wieder die kurze Variante. Gut zu sehen, wie Rafael Guerrero hier auch rückwärts laufen kann. Nein, es wird doch die lange. Aber der Schlussmann, der ist da dran. Jetzt könnte es mal hier schnell gehen. Aber der Konter wird auch hier vom BVB unterboten. Und Lukas Piszczek hat da etwas geschlafen. Jetzt für die Mailänder über die linke Seite. Flanke kommt rein, Zagadou kommt da nicht an. Glücklich, Julian Reus steht richtig. Muss aber zurück auf James Sanchez spielen. Jetzt kommt es hier nicht auf Axel Witzel. Die Mailänder sind hier vorne und hinten auch sehr gut abgesichert. Jetzt Lukas Piszczek. Ist auch nicht so richtig vorhin. Keine richtige Anspielstation. Jetzt Julian Brandt. An der sich durchsetzt. Thomas Delaney. Warte mit dem Ball auf Sancho. Der geht am 16er alt, muss ihn erst aussteigen lassen, schafft es nicht und verliert hier den Ball. Zagadou ist da auf Thomas Delaney jetzt. Na, kann sich da aber auch nicht richtig durchspielen. James Sancho verliert jetzt hier wieder den Ball. Das kennt man eigentlich nicht von ihm, dass er da so unsicher ist. Und jetzt mal die Möglichkeit für die Mailänder, der Ball wird lang, geht der noch ins Aus? Nein. Und Rafael Guerrero kommt nicht an, aber Hummels ist dann jetzt, behindert man sich hier gegenseitig. Und da fällt das 1:0 für Mailand. Da haben Zagadou und Hummels nicht gut zusammengearbeitet. Und da war dann Bürki machtlos, der den Ball hier schwer und spät sehen konnte. Ja, das ist das Resultat, wenn man in der Abwehr nicht Einigkeit hat. Wir sehen es hier. Zagadou, ach, der wird da auch noch von Lukas Piszczek behindert. Mein Fehler, es war gar nicht Zagadou, es war Lukas Piszczek. Ja, und dadurch ging der Ball natürlich rein. Und es steht zu Recht 1:0 für die Mailänder. Nicolo Barella war es gewesen. Oti die nächste Niederlage gegen Mailand für den BVB. Aber wir wissen, im Pokal, da haben sie auch zurückgelegen und sind dann doch noch stark zurückgekommen. Und, ah, Julian Brandt kommt daran. Sehr gut, Glück gehabt. Muss aber nochmal abdrehen. Jetzt Hazard, der kommt daran, legt ihn sich ein bisschen zu weit vor. Und die Mailänder können die Ball da nur ins Ausspielen. Ah, der BVB gibt hier nicht auf, das wollen wir sehen. So müssen sie es machen, weiterkämpfen, trotz des Rückstandes. Und jetzt hier auch Fehler beim Einwurf. Da hat aber Hakimi gut aufgepasst, zurück auf Axel Witzel, dann wieder auf Hakimi. Der stoppt ab, aber verliert jetzt hier auch wieder den Ball, nachdem er sich ihn so stark erarbeitet hat. Da kommt Hummels nicht an, Jadon Sancho jetzt auf Julian Brandt, aber der geht da nicht energisch genug hin. Dadurch können die Mailänder im Ballbesitz bleiben. Ballbesitz, ich meine Ballbesitz, so. Meine Güte, ist das hier anstrengend. Wieder Hummels auf Jadon Sancho, der auf Guerrero. Oh, der wird da gefoult und der Schiri direkt gelbe Karte. Udin bekommt hier den gelben Karton. Zu Recht, muss man auch sagen. Stellt er einfach nur das Bein raus. Keine Chance auf den Ball. Ja, da braucht er sich nicht beschweren. Dafür gibt es zu Recht die gelbe Karte. Und wer wird den Freistoß dort reinbringen? Und wir wissen ja, so Ecken und Freistöße, das sind nicht so gerade die Lieblingskinder des BVBs. Das ist Thorgan Hazard, der es machen wird. Er wird hier den Freistoß vollführen. Kurze Variante und der Ball geht über Freund und Feind hinweg. Das war ein bisschen zu lasch gemacht. Ja, wir sehen hier nochmal Fouls und da gab es auch den gelben Karton zurecht. Die Wiederholung fällt das Bein einfach rein. Kann froh sein, dass er da nicht letzter Mann war, sonst wäre er wirklich mit dem roten Karton in die Kabine gewandert und hätte sich das restliche Spiel von der Tribüne aus anschauen können.
Sagadou kann sich dann nicht durchsetzen. Hummels jetzt ganz alleine hier. Hier zu offene BVB Lukaku. Und Rafael Guerreiro kann den Ball nahe noch gerade abwerben. Jetzt Jadon Sancho, der könnte mal über links gehen. Aber ist da auch ganz alleine. Lässt den ersten aussteigen. Und jetzt geht er nach vorne. Hier könnte sich mal die Möglichkeit ergeben. Was macht er jetzt? Flacher Ball und wieder vergeben Chance. Kann sich Julian Brandt da durchsetzen? Ja, der kann. Jetzt kommt es auf Sancho. Und der passt einfach nur rein. Das macht der BVB hier wirklich sehr, sehr schlecht. Muss man sagen, sehr schlecht. Sehr schlechte Chancenausnutzung vom BVB dort in der Situation. Da sind die Mailänder wirklich kalt, eiskalt. Machen es besser als der BVB. Aber das kennen wir ja schon aus anderen Partien. Lieber den Ball 20.000 Mal im 16er herschieben, als einmal drauf zu schießen. Und wer das nicht macht, der ist halt selber schuld, sagt man ja so schön. Aber jetzt hat hier Julian Brandt aufgepasst. Julian Brandt, Nachspielzeit 3 Minuten. Geht hier noch was in der ersten Hälfte für den BVB? Jetzt Hazard. Ja, der muss aber auch erstmal zurück. Er weiß nicht so recht wohin und verliert hier jetzt auch noch den Ball. Also das ist Slapstick pur gerade vom BVB. Und jetzt ist der BVB hier richtig offen. Lukas Piszczek springt dazwischen. Ich bin schon sprachlos, was da gerade abgeht. Und eigentlich geht es jetzt erstmal in die Halbzeitpause. Und weiter geht's mit der zweiten Halbzeit. Ja, ich bin gespannt. Kommt hier noch eine Antwort von dem BVB? Oder können die Mailänder hier den zweiten Sieg in der Champions League gegen den BVB einfahren? Wir wissen ja, die zweite Halbzeit war beim BVB eigentlich immer stärker gewesen. Jetzt hier der Fehler, aber auch direkt Postwende. Fehler Axel Witzel auf Lukas Piszczek. Ja, auf Hakimi. Wieder Lukas Piszczek auf Axel Witzel. Jetzt Thomas Delaney, wartet hier, das in den Rücken gespielt, das war nicht gut. Aber Jadon Sancho kämpft hier, kann sich den Ball auch erarbeiten. Rafael Guerreiro jetzt, auf Julian Brandt, der auf Jadon Sancho, musste aber drehen, aber kann er sich jetzt hier gegen Godin durchsetzen? Nein, Thomas Delaney, kommt da aber auch nicht energisch genug ran. Das macht der BVB hier wirklich sehr schlecht jetzt. Der lange Ball nach vorne, oder kann das gerade noch Jadon Sancho so abfallen lassen? Wieder Jadon Sancho über links, aber auch wieder völlig alleine, nicht den sich dazu weit vor, und zum Glück wurde ein Wurf für den BVB. Und der nächste Wechsel, Thorgan Hazard geht runter und Mario Götze wird beim BVB neu auf den Platz kommen. Der lange Ball, Rafael Guerreiro, er versucht mal zu flanken, aber der Schussmann der Mailänder ist zur Stelle. Macht den Ball auch hier direkt schnell. Da sind die Mailänder wirklich effektiver als der BVB. Ja, Rafael Guerreiro macht das aber hier gut, kommt in Ballbesitz. Hummels auf Delaney, er muss aber nochmal abdrehen, wieder Hummels. Auf Brandt, der jetzt rüber zu Lukas Piszczek. Der BVB kommt nicht aus der eigenen Hälfte raus. Ja, jetzt Mario Götze, aber der ist ja auch alleine. Der kann dann nicht viel ausrichten. Verliert jetzt auch hier noch den Ball. Ja, irgendwie funktioniert der BVB hier gerade wieder nicht als Team. In den zwei letzten Spielen lief es eigentlich gut. Und jetzt, was macht der BVB hier? Martinez! Kann der BVB wirklich mal froh sein, dass Bürki da den Rest der Mannschaft den Arsch reißt. Keiner geht da hin. Bürki ganz alleine. Also da kann man gerade froh sein, dass es hier nicht 2:0 für Mailand steht. Wir haben auch gesehen, der Wechsel bei Mailand. Politano dafür neu jetzt auf dem Platz. Jadon Sancho, der haut den Ball einfach nur nach vorne raus. Das sind Mailänder hier extrem offensiv. Schmeißen alles nach vorne und wollen hier den Deckel drauf machen. Und kommen auch jetzt durch. Und Bürki, Pfosten, rettet der Pfosten den BVB sogar.
Also der BVB wirkt jetzt hier wirklich sehr resigniert. So kennt man es eigentlich gar nicht aus den zwei letzten Spielen. Jetzt Jane Sancho, jetzt könnte hier mal was gehen. Er wird auch nicht angegangen. Wartet aber noch. Ah, verliert jetzt aber auch hier wieder den Ball. Also der BVB ist hier wirklich nicht konsequent. Die Mailänder definitiv viel, viel besser. Jetzt hier der Jane Sancho. Ah, versucht zu dribbeln, lässt aber leider nicht den Gegner stehen. Aber jetzt kommt der BVB zum Glück wieder dran. Und Axel Witzel verliert jetzt hier den Ball. Und Hummels und der BVB auch sehr hoch jetzt. Geht sehr hoch, wirft alles nach vorne. Aber das bringt natürlich auch diese gefährlichen Konter mit sich. Und Lukas Piszczek kann den Ball da nur ins Aushauen. Und wir sehen 34 für die 81. Barella geht runter und Augume neu dafür auf dem Platz. Und auch sah das gerade noch Doppelwechsel hier aus. Jetzt der Einwurf Mailand. Nein, es bleibt erstmal dabei. Ein Wechsel, Sagadou und sehr gefährlich hier. Hakimi. Langer Ball auf Thomas Delaney und er kann sich da nicht durchsetzen. Er lädt den Ball, Politano, der neue Mann auf dem Platz. Flanke kommt rein und da ist es passiert. 2:0 für die Mailänder. Der BVB hat wieder in der Abwehr gepennt und zu Recht ist da das Tor gefallen. Ja, der BVB zeigt hier wieder seine alten Verhaltensmuster. Überhaupt nicht in Ordnung. Ich finde es sehr ärgerlich auch für Roman Bürki. Der wird, da steht die Nummer 87 komplett frei. Also da kann selbst der beste Torhüter der Welt, für mich Gigi Buffon, der kann da stehen. Da kann ein Ter Stegen, da kann ein Neuer oder sonst wer stehen. Wenn der Rest der Mannschaft in der Abwehr versagt, fällt einfach das Tor, da kannst du sonst hier ein Tor haben. Ja, das ist natürlich jetzt bitter für den BVB. Weil damit ist sogar der Einzug in die Europa League hier dann in Gefahr. Hier, Jane Sancho jetzt mal stark, Julian Brandt. Ah, wollte er durchstecken zu Jane Sancho und leider nicht konsequent zu Ende gespielt. Und jetzt sehen wir hier den Wechsel. Jane Sancho geht runter und Jakob Rühl-Larsen kommt neu auf den Platz. Wir sehen auch Lukaku geht bei Mailand runter und Esposito kommt neu dafür auf den Platz. Also positionsgetreuer Wechsel bei beiden Teams. Jetzt hier Hakimi. Ah, bleibt da noch dran, jetzt Thomas Delaney auf Jürgen Brandt, aber der da im Abseits steht. Ja, da kann er noch so toll sich gucken. Abseits ist nun mal leider Abseits und hier ist es deutlich. Wenn er ein paar Millimeter im Abseits steht, da kann ich sagen, da kann man gerne drüber streiten. Aber hier war es definitiv klar. Jetzt Axel Witzel auf Jakob Grün-Larsen. Na, aber auch hier der Fehler, und jetzt gibt es den Freistoß. Da war wohl doch noch ein Foul vorher. Und Thomas Delaney wird den Freistoß hier ausführen. Und der Ball kommt rein, aber der Schlussmann der Mailänder hier sehr sicher. Sagadou auf Thomas Delaney, Rafael Guerreiro. Viel Zeit bleibt dem BVB hier nicht mehr, um den Anschlusstreffer zu landen. Jetzt wieder auch der Fehler hier im Aufbau. Und da hat Hakimi gut aufgepasst. Langer Ball auf Götze und der wird länger und länger und geht vorbei. Wieder die Chance nicht gut ausgenutzt. Und der nächste Wechsel. Wir sehen Nico Schulz für Rafael Guerreiro. Da kommt noch mal ein linker, schneller Verteidiger, definitiv. Und der Ball nach vorne. Da
kommt Thomas Delaney auch gut ran. Jetzt Mario Götze auf Thomas Delaney, aber Julian Brandt hat da zu lange gewartet. Ist Lukas Piszczek. Aber was macht er da? Axel Witzel. Rüber auf Götze, aber der verliert auch wieder hier den Ball. Das machen die Mailänder da wirklich gut. Und jetzt wird es hier nochmal eng. Zagadou auf Axel Witzel. Auf Mario Götze zurück auf Axel Witzel. Der BVB findet jetzt hier nicht mehr so richtig die Mitte. 3 Minuten gibt es nochmal. Jetzt Lukas Piszczek. Aber hier wird reingeritscht von den Mailändern und es geht wieder nach vorne. Das dürfte die nächste Niederlage für den BVB gegen Mailand werden. Ja, da haben wir es auch. Ja, der BVB verliert hier zurück mit 2:0 auch das Rückspiel gegen Mailand. Ihr wisst, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Kritik und Anregung ab in die Kommentare. Drückt auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke, dann verpasst ihr es nichts. Und lasst mir auch auf Twitter ein Follow da. Ich sag ciao, euer Metal-Zwerg.